Hallihallo und willkommen zurück zu Transport Fever. Wir werden uns heute um die zweite Mission der Kampagne kümmern. Und die, In der Wiege der Industrialisierung qualmen die Schlote der Fabriken unentwegt vor sich hin. Die Städte starren vor Ruß. Männer, Frauen und Kinder sorgen dafür, dass die Maschinen am Laufen bleiben. Und das bis zu 12 Stunden am Tag ohne Pause. Das Eisenbahnnetz wird fleißig ausgebaut. Die Züge haben ihre Höchstgeschwindigkeit innerhalb weniger Jahre verdoppelt. Der Glaube an die moderne Technik ist so ungebrochen wie die Regentschaft von Königin Victoria. Na, wollen wir mal schauen, ob wir das Brückenunglück auch in den Griff kriegen. Und dabei natürlich wieder versuchen, die 5 Medaillen zu sammeln. Ja, das sieht schon interessant aus. Geschwindigkeitsrekord, Schwergewicht, rechtzeitig, Schlüssel zum Reichtum und alternative Verkehrsmittel. Die Reihenfolge war beliebig. Und jetzt lädt er gerade und wahrscheinlich wird hier das nicht gut aufgenommen. Keine Ahnung. Zumindest gibt es keine Frames mehr. Ich kann auch die Maus nicht mehr bewegen. Ah ja, okay, jetzt sind wir im Ladebildschirm. In dem wir eine wunderschöne Brücke sehen. Und wir sehen uns jetzt im Spiel. Was für ein ungeheuerliches Unglück, das Schottland in diesem Jahr 1880 erschüttert. Die Eisenbahnbrücke am Tay ist eingestürzt. Der Sturm riss sie entzwei und den Zug, der sie überquerte, gleich mit in die Tiefe. Da war unsere gute Königin wohl etwas vorschnell, als sie den Baumeister der Brücke zum Ritter geschlagen hat. Wir können das besser. Man hat uns beauftragt, etwas weiter südlich, am Firth of Forth, eine Eisenbahnbrücke zu konstruieren. Dazu ist es höchste Zeit. Die Fähre macht die Leute seekrank und der Umweg übers Festland ist lang und mühsam. Kein leichtes Unterfangen, die längste Brücke der ganzen Welt zu bauen. Und der Tidenhub von bis zu 6 Metern und die starke Gezeitenströmung machen die Sache auch nicht leichter. Immerhin wurde nun anschaulich demonstriert, wie man es nicht machen sollte. So sieht es aus. Und dann schauen wir mal. Wir sollen die Brücke vor 1902 bauen. Also wir haben gute 22 Jahre Zeit, 1 Million mit dem Transport von Werkzeugen verdienen. Mit einer Geschwindigkeit von mindestens 60 km/h über die Testbrücke fahren. Mit einer Gesamtladung von mindestens 60 Einheiten über die Testbrücke fahren, bevor die Tests abgeschlossen sind. Und die Sonderwünsche des Stahlwerkinhabers und Güter mit dem Schiff transportieren sollen wir auch. In Ordnung, dann lass uns loslegen. Der Einsturz der Tay-Brücke, ein Desaster zweifelsohne, hat seine Ursache allein in menschlichem Versagen. Eine Reihe von Konstruktionsfehlern, Ignoranz und Schlamperei. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass gusseiserne Teile zum Bau moderner Brücken nicht allzu viel taugen. Setzen wir lieber auf etwas Solideres. Stahl. Dazu müssen wir dafür sorgen, dass die Falkirk Steel Mill, das wäre dann diese hier, Stahl produziert. Für die Produktion von Stahl brauchen wir, wie es ja auch hier angemerkt ist, Kohle und Eisenerz. Und dieses sollen wir mit einem passenden Zug von der Kohlenmine und von der Eisenmine zur Stahlmine bringen. Dann werden wir uns gerade mal einen Überblick verschaffen über das, was wir hier an Gelände haben. Das hier ist die Stahlwalzwerk, würde ich jetzt mal sagen, schätzen, keine Ahnung. Hier haben wir die Kohlemine und auch dieses Szenario habe ich schon mal gesehen, deswegen weiß ich das. Ist hier drüben die Eisenerzmine. Ich würde vorschlagen, ein Tunnel hier wäre sehr teuer, dass wir eine Bahnstrecke hier entlang bauen. Eine Bahnstrecke dann hier rüber und wir dann quasi immer abwechselnd einmal Kohle, einmal Eisenerz holen fahren. Das geht nämlich mit dem gleichen Zug. Das haben wir in der Mission davor schon... Ne, irgendwo haben wir das gesehen.
Ach, wir haben das mit dem Stein gesehen, genau, dass die Wagen Kohle hätten laden können, aber dann auf sich auf Stein umgestellt wurde. So, auch hier werden wir versuchen, einen möglichst kurzen Bahnhof zu bauen, beziehungsweise eine möglichst kurze Strecke zu bauen, wobei das hier schon wieder schwieriger ist, weil man natürlich versuchen könnte, so einen hier zu verwenden. Um das... Ah ja, um die Markierung zu bekommen, brauchen wir eine Straße. Das ist schade. Das ist schade. Ich hätte nämlich ganz gerne gewusst, wie weit der eine Reichweite hat. Na gut, dann würde ich ihn, glaube ich, so bauen wollen. Vielleicht ein bisschen gedreht. Dann können wir hier durchfahren. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Und zum Eingang und Ausgang können wir ja ein bisschen Tempo drosseln, weil das brauchen wir ja nicht unbedingt, das Tempo. Dazu dann noch eine kleine Straße hier herüber. Und dann sollte das auch passen. Ja, das Werk ist auf jeden Fall im Bahnhofsbereich. Damit sparen wir, glaube ich, etwas Geld. Und dann würde ich gerne hier rum... dort hoch. Da müssen wir natürlich wieder einen Schlenker machen, damit wir da rumkommen. Deswegen habe ich an Kopfbahnhof gedacht. Aber da wir dann hier auch wieder so rum müssen, hätte man den Kopfbahnhof am besten weiter hier drüben gemacht. Oder, na gut, man hätte ihn auch hier vorne machen können. Dann wäre man hier rein. Na, ich weiß nicht. Das kriegen wir schon hin. Irgendwie. So, denn hier steht schon eine Brücke, die wir verwenden können. Und hier haben wir, genau, auch schon ein wenig Gleis liegen. Hier brauchen wir aber auch noch einen Cargo-Bahnhof. Hier können wir dich nicht platzieren, weil das alles hier innerhalb der Ausbreitungszone der Mine ist. Wenn die sich ausbauen, die Betriebe, dann werden die ja auch größer. Und wir könnten den Bahnhof jetzt einfach ganz frech hier platzieren und die Straßenanbindung direkt mitverwenden. So, dann einmal hier anschließen. Dann hätten wir das auch soweit. Ein bisschen mehr Geld als in der letzten Mission haben wir auch. Das ist ja nicht schlecht. Das ist ja wirklich nicht schlecht. Was ich immer mal wieder gerne versuche, das ruckelt dann natürlich immer sehr, weil da viel berechnen muss. Na, okay, hier versucht er dann eine Kreuzung zu machen. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Und dann geht es hier weiter. Das fräst sich hier so schön durchs Land. Schön in Anführungszeichen. So. Dann hier rüber. Und dann hier um den Berg rum müssen wir, ne? Ich gehe mal ein Stückchen noch hier rüber. Und dann hier angeschlossen. Das macht aber noch ganz schöne Furche in den Berg. Dann bauen wir das ein bisschen kleinschrittiger, damit wir zumindest den Berg irgendwie adaptierend hochgehen. Oh, vielleicht sollte ich das auch ziehen und nicht nur klicken. So. Ja, okay, das ist jetzt nicht wirklich besser. Aber ist okay. Machen wir mal. Machen wir mal, machen wir mal. So, dann haben wir das. Und dann... ja, geht's hier um diesen Berg rum. Ich mach mal die Höhenlinien wieder an. 100 Meter, 50 Meter, 10 Meter. Also das ist ein 50 Meter Abstand, okay. So, dann gehen wir nämlich hier ein bisschen den Berg rauf und bewegen uns dann hier um die Straße drumherum. Leichte Lags anscheinend. Warum auch immer. Die Musik spielt zumindest nicht flüssig. Das ist ja furchtbar nervig. Das ist ja wirklich furchtbar. So, dann gehen wir hier ein Stückchen an der Straße entlang. Und dann werde ich gleich mal schauen, ob ich dieses Problem irgendwie in den Griff kriege, weil das ist ja wirklich nicht schön. So, dann können wir genau hier noch ein Stückchen lang. Wobei, eigentlich könnten wir ja jetzt noch versuchen... genau, einmal hier rüber zu
gehen. Wobei, das klappt nicht, schade. Dann gehen wir hier entlang. Aber ich würde eigentlich gern darüber, da hätte ich früher rüber gemusst, ne? Na, vielleicht kriegen wir das noch hin. Das geht nämlich rett, das sieht eigentlich ganz gut aus. Können wir hier noch einen Bahnhof hinstellen. So. So vielleicht. Oh, nee, das war schlecht. Das war schlecht. Dann tuckern wir aber sehr langsam hier rüber. Ich werde es mal gerade schauen, ob ich das mal in den Griff kriege hier wieder. Und da muss dringend was wegen dieser Musik unternommen werden. Das ist ja furchtbar. Na, das funktioniert nicht. Das funktioniert leider nicht. Na gut, dann wird man hier halt sehr langsam. Aber wir sind ja auch kurz vom Bahnhof, dann passt das schon. Gut, dann werde ich mal eben zwischenspeichern und wir sehen uns gleich. So, hallo und willkommen zurück. Interessanterweise hat es aufgehört, als ich die Aufnahme beendet habe. Dann schauen wir mal, ob sich das jetzt wiederholt, weil das hat ja in den ersten Folgen gar kein Problem gehabt mit dem Aufnehmen. Deswegen schauen wir mal. So, aber wir haben auf jeden Fall die Strecke hier fertiggestellt. Und müssen jetzt dafür sorgen, dass die Sachen auch angeliefert werden. Wie viel Kohle produziert ihr denn? Obergrenze 100. Und du? 100. Das heißt, wir können, glaube ich, ganz gut Kohle hier abtransportieren. So, hier ist noch ein Stück Gleis. Wo geht denn das hin? Ich weiß gar nicht, was wir mit diesem Stück Gleis hier machen sollen. Deswegen machen wir das anders. Ich werde, denke ich, hier unten ein Depot bauen, weil wenn der Zug dann auf die Linie fährt, hat er Zeit, bis er da oben angekommen ist und kriegt vielleicht dann schon Waren, die er mitnehmen kann. Das wäre zumindest nicht schlecht. Achso, vielleicht soll ich die richtigen Tasten drücken. Ja, nee, das müssen wir schon irgendwo hier oben bauen. Oder halt nur in eine Richtung, aber das finde ich eher blöde. Ich baue die Depots gerne so, dass sie in zwei Richtungen funktionieren. Aber das verstehst du hier zu oben zu hoch eigentlich, ne? Ich bin nicht zufrieden mit der Stelle. Dann machen wir das lieber hier. Das könnte funktionieren. Einfach mal ausprobieren, ein bisschen Gefühl dafür entwickeln. Ja, das funktioniert doch gar nicht schlecht. Okay. Und dann noch eine Verbindung nach hier. Hierher. Oh, jetzt habe ich natürlich hier. Hier sieht man übrigens eine schöne Gleiskreuzung. Das ist früher in Transport, in Train Fever nicht möglich gewesen. In Transport Fever ist es aber möglich. Sehr, sehr schön. So. Ich wollte aber eigentlich genau hier rein. Das kostet jetzt wieder Geld, aber das ist natürlich jetzt Pech. So, da hatte ich doch. So, hier kriege ich 56 hin. Und da hinten wird es dann langsamer, dann machen wir das so. Vielleicht bin ich da jetzt ein wenig zu perfektionistisch. Naja. So, Depot steht. Züge können gekauft werden. Wir fangen an mit der Kohle von hier oben hierher. Nach Falkirk Ost und dann hier runter nach Livingston West und dann wieder nach Falkirk Ost. Sehr schön. Okay. Dann einmal Züge kaufen. Wir brauchen Züge für Kohle und Eisenerz. Genau. Und produzieren dann daraus Stahl. Sehr schön. So. Die ist sehr teuer. Ich glaube, bei den Gütern würde ich dann auf die 45er setzen, weil die nur halb so teuer ist pro Jahr. Ungefähr, ist natürlich ein bisschen mehr als die Hälfte, aber. Und hier rechnet sich das. Ah, hier ist aber auch schon fast. Nur das ist mir tatsächlich zu langsam mit 40. Allerdings hat die auch eine immense Zugkraft, ne? Kann man denn irgendwie sehen, wie viel Wagen die dann anhängen kann? Oder wie stark die verlangsamt wird oder sowas? Das ist noch was, was ich glaube ich gerne mal bräuchte, weil ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich kann mit diesen 20 Kilonewton halt nichts anfangen. Ich meine, ich kenne ja die Einheit, Kilonewton. Sind das Kilonewton?
Doch, klar, es müssen ja Newton sein. Also Newton ist jetzt Kraft. Oh, was war denn das nochmal? Kilogramm pro Meter pro Sekunde, irgendwie sowas. Und damit kann man das bestimmt ausrechnen, wie die zieht, aber... Nun gut, wir nehmen mal einmal die. Damit haben wir schon gute Erfahrungen gemacht. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie viele Wagen... Das wären jetzt... Machen wir mal... 2, 4, 6, 8, 10 Wagen. Hätten wir auch die 80er Bahnhöfe bauen können, aber... Ich bin mir da nie so sicher, ob die dann reichen. 10 Wagen reichen für 40 Einheiten. Ist das genug? Für diese Strecken? Ich habe keine Ahnung, wie ich das... Ich kann das eigentlich nicht einschätzen. Machen wir nochmal 2. Ich muss schauen, wie sich das alles ausgeht hier. Ich bin nicht sicher. Könnten zu viele Wagen sein, zu teuer für einen Anfang. Nur das, die Sache ist halt, wenn es dann mal läuft und die genug produzieren, und das ist halt immer die Frage, wann und wie schnell, dann sollte das ja funktionieren und gehen. Dann schalten wir auch mal wieder auf schneller. Gehen dann hier herüber. Linienbenutzung aktuell nein. Okay. Aktuell nein. Ist aber definitiv eingefärbt. Naja, und das hier ist offensichtlich, das ist zwischen diesen beiden. Die müssten beide eingefärbt sein, ist auch so. Dann sollte das schon passen. Jawohl, jetzt wird hier auch Kohle verladen auf den Bahnsteig. Und dann hoffen wir jetzt mal, dass wir damit Gewinn machen. Mit der guten Lok hier unten. Wir fahren mal in dieser Ansicht ein wenig mit. Die ist natürlich viel zu schnell, weil wir jetzt hier in vierfacher Geschwindigkeit spielen. Aber wir haben ja auch nicht ewig Zeit, nicht wahr? Wir wollen ja auch noch ein freies Spiel machen. Achso, da ist die Berg runtergefahren, musst du deswegen nicht mehr schieben. Das ist natürlich ziehen, das ist natürlich cool. Ich meine, die werden ja bergauf auch langsamer, das haben wir ja gesehen. Hier braucht es jetzt wieder kein Gas geben auf der Brücke. Da hat der Schub gereicht oder was? Oder nicht so viel Schub? Aber dafür muss ich mich eigentlich mal noch näher auseinandersetzen. Wie viel Kohle haben wir jetzt hier? 13? Das ist doch zumindest schon mal ein bisschen was. Ein Viertel. Mehr als ein Viertel. Zug hält. Zug lädt Kohle ein. Und Zug fährt wieder von dann. Ist natürlich jetzt der erste Stopp gewesen, das heißt, die hatten nur die Hälfte der Zeit. Das heißt, die sollten auf 30 kommen, wenn die sich Produktion nicht steigert. Ich gehe mal davon aus, dass die Produktion sich steigert. Dementsprechend sind vielleicht lange Güterzüge tatsächlich hilfreich. So, dann werde ich nochmal gerade kurz hier hinten reinschauen, ob hier auch diese in den Details... Tatsächlich. Versuche mehr Kohle abzutransportieren. Okay. Also ich transportiere jetzt eigentlich schon relativ viel Kohle ab. Fast 50 Einheiten finde ich eigentlich nicht schlecht. Na, schauen wir jetzt mal, wie es nach der ersten Fahrt um unsere Finanzen aussieht. Wir hatten ja die Hin- und die Rückfahrt. Das heißt, das ist schon ein ganz gutes Maß, um das abzuschätzen, würde ich schätzen. Wir sind jetzt aber schon 237 minus. Ob das von der Kohle, die wir jetzt geladen haben, ausgeglichen wird, wage ich jetzt erst einmal zu bezweifeln. Allerdings hoffe ich ja darauf, dass das Eisenerz hier drüben sich noch weiter anstaut. Da haben wir schon 32, also da werden wir wahrscheinlich voll werden. Ja, 156 ist aber schon mal nicht schlecht. Also wenn der voll fährt, der Zug, generieren wir auf jeden Fall schon einmal Gewinn. Ich glaube, ich muss mir tatsächlich mal, das ist vielleicht ein bisschen nerdig und so, aber vielleicht muss ich mir tatsächlich mal so Funktionen anlegen mit angehängter Wagen, kostet so und so viel, bringt aber so und so viel mehr. Also mich würden halt die Formeln hinter Transport Fever auch so ein wenig interessieren. Also ne, wie gesagt, wie schnell kann die Lok mit so und so viel Anhängern noch fahren bei gerader Strecke, wie viel bergauf bei einer Steigung von, wie viel bergunter. Solche Geschichten. Das finde ich irre interessant. Dann kann man auch ausrechnen, oder könnte man halt auch ausrechnen, wie viel würde mich dieser Zug kosten und wie viel würde er einbringen, etc. pp.
Da könnte man ja schon fast eine Wissenschaft draus machen, ne? Aber gut, das ist halt auch Wirtschaft, was wir hier betreiben. Also vielleicht wäre es ja nicht mal unangebracht. Die Stelle finde ich übrigens schön, wenn der Zug da so rauskommt und dann an der Straße entlang tuckert und dann hier einmal rüberwechselt. Das ist natürlich nicht mehr ganz so schön, weil er hier sehr langsam werden müsste, wenn er noch schneller wäre. Aber für diesen Zug reicht es vollkommen. Und jawohl, wir sind voll. Und zwar ziemlich genau voll. Wir könnten mehr abtransportieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mehr abtransportieren könnten. Wie viel kostet denn so ein Wagen im Monat? Ah, wenn ich jetzt noch wüsste, wie teuer die hier war. Die war aber nur 30 oder sowas. 36 pro Monat? K? Pro Jahr, Entschuldigung. Pro Jahr? Doch, pro Jahr war das angegeben, ne? Jetzt sind die Wagen aber teuer. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Wagen haben wir. Dann zieht man die 36 davon ab. Runden wir mal freundlich auf 250 ab. Und bei 250k pro Jahr. Wenn wir mal auf 240 gehen, dann hätten wir um die 20, also es sind etwas über 20 pro Anhänger pro Jahr. Ja, damit auch. Ich weiß noch nicht, wie schnell wir jetzt hier fahren. So, bitte einmal alles abladen. Das bringt 300, damit sind wir im positiven Bereich. Naja, anhalten wollte ich eigentlich nicht. Jetzt will ich anhalten. Hier ist der Zug schon einmal umgedreht und einmal ins Depot gefahren. Mal ruckzuck schnell hinein und ein paar Wagen angehängt. Denn anscheinend rechnen sich hier die langen Güterzüge tatsächlich ganz gut. Das ist so ein bisschen auch natürlich ein Experiment für mich. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Upsala, da hatten wir wieder ein Lag in der Musik. Ah ja, hier sind wir. Züge kaufen. Wir haben noch etwas Geld übrig. Habe ich jetzt schon einen gekauft? Ja, einen habe ich gekauft. 4, 5, 6, 7. Dann müssten das jetzt 20 Wagen sein. Ja, kommt hin, sind nämlich 80 Waren, die er transportieren könnte. Übertreiben jetzt einfach mal ein wenig. Ich hoffe, er fährt jetzt auch zuerst zum Kohle abholen. Sieht zumindest so aus, jawohl. Na, wahrscheinlich fährt er zuerst hierher, ne? Ja. Das Unglück am Tai wäre nicht passiert, hätte man nur die richtigen Zahlen zur Hand gehabt. Die Ingenieure rechneten mit einer maximalen Windbelastung von 20 Pfund pro Quadratfuß. Obwohl die Franzosen 40 Pfund annehmen und die Amerikaner sogar 50. Und amerikanische Ingenieure sind nicht übermäßig vorsichtig, wie alle Welt weiß. Vertrauen wir besser nicht auf die Angaben von wem auch immer. Führen wir eigene Messungen durch. Mit Messfahrten über die Brücke am westlichen Ende des Fjords. Ah ja, die Brücke haben wir noch nicht gebaut, aber der Stahl ist schon mal auf jeden Fall unterwegs. Ah, jetzt laggt's doch schon wieder. Was ist denn das? Das ist natürlich sehr, sehr störend. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, woran das liegt, muss ich sagen. Das ist natürlich blöde. Schon wieder ungefähr nach 12 Minuten. Ich werde das Ganze noch einmal unterbrechen und dann wieder aufnehmen. Und dann schauen wir mal. So, da bin ich wieder. Wie ihr euch bitte wahrscheinlich auch hättet denken können. So. Wir müssen Tests durchführen. Wir haben ja einen Zug mit... Ach, ich habe ihn schon offen. Ha, 77 Kohle geladen. Der Bildschirm ist zu groß, da sieht man ja gar nichts. So, dann schalte ich wieder auf schneller. Und diesen sollten wir dann jetzt hier auf dieser Brücke zum Halten bringen. Ich bin mir nur nicht sicher, was das mit diesen Medaillen zu bedeuten hat. Was ist denn die Testbrücke? Ist das hier die Testbrücke? Weil dann kriegen wir den Geschwindigkeitsrekord auf keinen Fall hin. Ja, das ist die Testbrücke. Dann werden wir ihn jetzt einmal anhalten. Die Stahlproduktion entwickelt sich erfreulich. Und dank der umfangreichen Daten, die mit Messfahrten erhoben wurden, kann der Bau der Brücke endlich in Angriff genommen werden. Legen wir los. Okay, jetzt müssen wir Stahl zur Baustelle liefern.
Also nur, ich wüsste nicht, wie wir 60 km/h hinkriegen sollen, denn wir haben keine Lok, die 60 km/h schafft aktuell. Der Besitzer des Stahlwerks ist an uns mit einer Bitte herangetreten. Er ist Teilhaber einer Reederei, doch das Geschäft läuft wegen der Eisenbahn allerdings schlecht. Er bietet uns an, sich erkenntlich zu zeigen, wenn wir Güter mit dem Schiff transportieren. Also, das heißt für uns, zum einen weiter Stahl produzieren, da sind wir ja gut dabei, und zum anderen Güter per Schiff liefern. Ich glaube, hier drüben war das, ne? Jawohl, hier drüben haben wir eine, ach ja, das ist die Bridge Construction Site. Sehr schön. Das ist die Steel Mill und wo ist... Moment mal. Das ist doch die Baustelle, nicht wahr? Ja. Hier müssen wir 100 Stahl hinliefern. Dann halte ich aber mal eine andere Frage. Was stand denn dann in der... Also, hä? Ein guter Abnehmer wäre die Machine Factory. Ja, das ist ja schön und gut. Aber das ist doch Quatsch. Güter mit dem Schiff transportieren. Ja, das machen wir. Mit dem Transport von Werkzeugen. Ach so, Moment. Hier haben wir Werkzeuge. Ach, damit sollen wir dann Geld verdienen. Ich verstehe. Und hier muss der Stahl aber hin für... Okay. Ich verstehe. Das heißt, wir werden einfach weiter sehr viel Stahl produzieren. Ich denke, mit unserem Zug sollte das hinzukriegen sein. Jetzt ist die Sache, wir haben hier ja bereits ein Stück Strecke liegen. Und dann würde ich dieses Stück Strecke eigentlich ganz gerne verwenden. Kommen wir hier rüber nochmal? Nee, ne, das hatten wir schon. Okay. Um den Zug auch direkt die Werkzeuge hier liefern zu lassen. Moment mal, wir müssen... Wie ist die Medaille? Mit dem Transport von Werkzeugen. Wo müssen denn die Werkzeuge hin? Hier kann und muss nur Stahl hin, aber... Ach so, in die Städte, ne? Klar, Werkzeug müsste dann ja in die Städte. Also schauen wir mal. Das sind Werkzeuge und hier drüben hätten wir eine Stadt. Wie heißt denn die Stadt? Livingston heißt die Stadt. Genau, und hier könnten wir Werkzeuge hinliefern. Und hier drüben könnten wir auch Werkzeuge hinliefern. Okay, also hier haben wir Stahl. Und dieser Stahl muss irgendwie hier rauf. Das werden wir per Straße erledigen. Das ist, denke ich mal, am günstigsten. Müssen wir mal schauen, wie nah wir hier rankommen. Upsala. Mit dem Hafen. Cargo-Hafen bitte. Jawohl. Terrainangleichung nicht möglich. Ja, okay. Das bedeutet für uns... Ja, aber schaut euch das mal an. Das ist ja immens. Was hier an Abaufschüttungen ist. Also das hier ist die Meeresspiegelhöhe. Das kann man ja sehr schön ausmessen damit. Cool. Also wir müssen schon steil den Berg rauf. Aber das müssen wir so oder so. Aber kriegen das die Fahrzeuge denn auch hin? Und wenn wir weiter hier rüber gehen, haben die Schiffe weniger zu fahren. Also ich würde hier gerne versuchen, so einen Mittelweg zu finden. Mach mal die Höhenlinien an, bitte. Dankeschön, hast du gut gemacht. So, hier ist es relativ flach. Damit wir hier nicht so einen allzu großen Umweg fahren müssen. Ich glaube, ich versuche den hier hinzubauen und dann hier die Straße rüber zu ziehen. 40, 60 km/h. Was haben wir denn für Straßenfahrzeuge? Ach so, Moment. Ich könnte mal erst noch einen Dock bauen, weil das ist das, eine Werft, weil das war das, worauf ich hinaus wollte eigentlich im ersten Moment. Drehen, glaube ich, ne? Ja. Dich können wir ja direkt hier ranstellen. So, als würdest du dazugehören. Können wir dich da... Moment mal, das ist nicht dein Ernst, oder? Also das hier finde ich ja jetzt schön, dass das geht. Weil das sieht halt wirklich schön integriert aus. Aber kann ich die Docks in den Hafen stellen?
Das wäre wiederum sehr, sehr merkwürdig. So, ich wollte mir mal die Schiffe anschauen. Was können die denn so transportieren hier, die Güterschiffe? Alles. Rohöl, Treibstoff etc., aber die Wilhelm 1 kann alles transportieren. Also Werkzeuge und Stahl. Das ist natürlich schön. Die Frage ist nur, ich glaube, es kann immer nur eins gleichzeitig transportieren. Und das wiederum ist doof. Dann haben wir nämlich nichts davon, das hier mit dem Schiff zu transportieren, hier hoch. Dann hoffe ich, dass diese Stadt reicht. Eventuell noch diese dort.